Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, wie gesagt, mein Name ist Hans-Hermann Thielke und ich mache hier heute auch mit. Ich bin ja inzwischen auch schon 50. Ja, bin ich schon. Denkt man gar nicht so auf den ersten Blick, ne? Aber bin ich schon, 50 Jahre. Also 51 streng genommen, 51 eigentlich. Also 18. April hatte ich Geburtstag, 51. Also nicht 18. April 51 geboren. Das nicht, dann wäre ich ja schon, dann wäre ich ja sogar noch älter. Normal 51, ganz normal. Wie jeder andere normale 51-Jährige auch. Das ist ja auch ein ganz schönes Alter an und für sich. So 51, da geht das Leben noch mal richtig los. Da fängt alles noch mal an. Das geht bald mit Busreisen los bei mir. Oder für Ledige, die können sich noch mal einen Partner suchen. Gemeinsamen Lebenspartner. Ich selbst bin ja auch ledig. Ich bin auch auf der Suche, das sage ich ganz ehrlich. Guck mich überall um, wo ich auch bin. Das ist also mit Hochdruck im Moment. Das ist im Supermarkt oder ganz egal, bei der Arbeit sowieso. Ich guck mich überall um, wo ich bin. Also wenn auch vielleicht hier heute Abend von Ihrer Seite so ein gewisses Interesse. Also wenn vielleicht der eine, also die eine oder der, das können Sie auch nochmal in Ruhe überlegen. Das muss ja auch passen, nicht mit Gewalt, keine Gewalt. Das kann ich gut verstehen, wenn Sie da vielleicht doch lieber erst noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen. Das ist völlig okay. Aber auch nicht zu lange warten. Wer zuerst kommt, denn ich gucke mich schon um im Moment, wie gesagt. Also ich gucke mich wirklich, zum Beispiel unsere Sachbearbeiterin bei uns aus dem Durchgangsbriefverteilamt, die Frau Uschakow, das wäre so eine. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die wäre auch noch frei, soweit ich weiß, im Moment. Also glaube ich, ich habe sie jetzt noch nicht direkt daraufhin angesprochen, aber die guckt auf alle Fälle so. Die guckt so, das sieht man ja, das sieht man, normalerweise sieht man das ja Menschen an, ob sie Ledige gucken irgendwie anders. Die gucken immer eher so ein bisschen so wie ich. Denn ich bin ja noch, wie gesagt, Und sonst hätte sie auch ein Foto auf dem Schreibtisch stehen, wenn sie verheiratet wäre. Dann hätte sie da ja garantiert ein Foto aufgestellt von ihrem Ehepartner. Verheiratete haben ja immer ein Foto auf dem Schreibtisch stehen vom Ehepartner. Wozu sind die sonst verheiratet? Hab ich ja selber auch hier schon, nehme ich überall mit hin, stelle ich überall auf. Gut, bei mir, da ist jetzt noch nichts drin. Aber wenn es soweit ist... Wenn es soweit ist, dann habe ich das schon mal. Da müssen Sie mal drauf achten. Ne? Da haben immer Verheiratete, haben immer so ein Foto auf dem Schreibtisch stehen von ihrem Ehepartner. Gar nicht unbedingt für sich selbst, das nicht. Die meisten wissen ja noch, wie ihr Partner aussieht. Der ist ja oft gerade erst morgens zur Tür raus. Da ist ja die Erinnerung noch frisch. Aber das wird oft vom Ehepartner wird das gewünscht. Mit Nachdruck. Also das Aufstellen des Fotos wird von dem anderen, vom gegenüberliegenden Partner angeordnet. Zur Abschreckung. Das ist zur Abschreckung gedacht. Damit jeder, der jetzt in Ihr Büro, jeder Ledige, jeder männliche Ledige, der in Ihr Büro reinkommen würde, gleich sieht, Vorsicht, Finger weg. Die Frau ist, wenn Sie mit der Frau längere Zeit, dann sehen Sie nach ein paar Jahren genauso aus wie der Mann auf dem Foto. Und das. Das kann ja nicht wirklich im eigenen Interesse liegen. Aber bei der Frau Uschakow habe ich noch kein Foto gesehen bisher. Hat man alles unauffällig überflogen, aber auf dem ganzen Schreibtisch. Nicht ein Mann breit und breit. Also da könnte ich mir durchaus berechtigte Chancen ausmalen, dass ich da natürlich erstmal kennenlerne. Das ist da nichts überstürzen. Erstmal in aller Ruhe kennenlernen. Nicht gleich mit der Tür über sie herfallen. Erstmal viel fragen. Wie heißen Sie denn? Also jetzt mit Vornamen. Denn das müssen Sie ja wissen, wenn Sie heiraten wollen. Spätestens auf dem Standesamt müssen Sie das genau wissen. Vollständiger Vor- und Zunahme des angeheirateten Ehepartners. Das muss doch wie aus dem FF muss das kommen. Nicht, dass auf dem Standesamt erstmal das große Nachschlagen losgeht. Und Sie brauchen es ja später in der Ehe auch, wenn Sie verheiratet sind. Da reden Sie sich ja auch mit Vornamen an. Und mit du.
das kommt auch noch dazu. Mit du. Also meine Sachbearbeiterin, die heißt da beispielsweise Erika, mit ihrem ersten leiblichen Mädchennamen. Also würde ich dann später zu ihr sagen, Erika und du. Oder auch einfach mal, du Erika. Wenn man sie erstmal besser kennt, wieso denn nicht? Und sie wird dann zu mir genau dasselbe sagen. Also jetzt nicht Erika, aber... Oder auch mit Kosenamen. In der Ehe redet man sich doch öfter mal mit Kosenamen an. Die ersten Monate über. Schatzi oder Schnucki oder das endet meist mit I. Da müssen Sie mal drauf achten. Kosenamen, die enden mit Mutti. Vielleicht hat sie ja sogar schon bevorzugt einen Kosenamen. Hat sie ja vielleicht schon noch aus einer früheren, ausgelaufenen, eheähnlichen Gemeinschaft mitgebracht. Dann kann ich den einfach übernehmen, dann ist es ein Abwasch. Denn Umstellung... Umstellung ist das noch genug, wenn sie erst verheiratet sind. Man hat sich ja auch so in den ganzen Jahren an sein alleiniges Leben gewöhnt. Ich habe mich schon zum Beispiel so an diesen leeren Fotorahmen gewöhnt. Wenn es nur noch mir ginge, müsste da eigentlich gar nichts mehr rein. Wenn es noch mir ginge, also ich würde dann, glaube ich, lieber noch einen zweiten daneben stellen, wenn es soweit ist. Also dann mit wem drin? Einfach direkt daneben. Dann hat man auch immer den direkten Vergleich. Vorher, nachher. Dankeschön. Dankeschön.